Ich bin froh, dass wir jetzt folgendes Thema haben. Endlich. Es ist aber auch wirklich ein nerviges Thema. Oder? Die Winterjacken sehen dann irgendwann aus wie Hulle, aber man traut sich nicht so richtig ran. Und die Reinigung ist so teuer. Leute, wie waschen wir unsere Winterjacke? Ja? Wie wird man Daune und Wolle und was gibt's noch alles? Teddy. Teddy. Wie kriegt man das wieder sauber? Ja? Wir haben zum Glück unsere Reporterin Rahel. Die klärt uns jetzt auf. So sieht eine saubere Winterjacke aus. Und so eine vollgekleckerte. Ups. Und jetzt? Ab in die Waschmaschine oder doch lieber zur professionellen Reinigung? Bisher habe ich immer auf die Experten von der Reinigung gesetzt, um zu vermeiden, dass die Kleidung danach so aussieht. Ja, so manches Kleidungsstück wurde beim Waschen schon richtig ruiniert. Einlaufen, verfärben und ausleiern sind wohl die Klassiker. Aber diese Fails sind ja fast schon Kunst. So schwer kann das doch nicht sein. Also Jacken haben nun mal nach einer Weile Gebrauchsspuren oder riechen halt irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar Tipps. Und zwar von einem echten Waschexperten. Für meinen Winterjacken-Waschtest nehme ich einen Wollmantel, eine Daunenjacke und eine Jacke aus echtem Teddy. Also in diesem Fall aus synthetischem Stoff. Oliver Lerch hat eine eigene Textilreinigung und weiß genau, worauf es ankommt. Im Prinzip darf jede Winterjacke gewaschen werden. Sie sollten sich allerdings immer an das Pflegekennzeichen richten, was vom Hersteller eingenäht wurde. Also diese Daunenjacke ist recht unkompliziert. Sie darf bei 30 Grad ganz normal in der Waschmaschine gewaschen werden. Das klingt doch super. Also ab zum Selbstversuch. Die Jacke immer erst auf links drehen, das schont die Fasern. Und ab damit in die Maschine. Ach übrigens, damit die Jacke auch in Zukunft vor Wind und Wetter schützt, kann man sie beim Waschen imprägnieren. Dazu gibt es in der Drogerie Einwaschimprägnierer und die gibt man einfach beim letzten Spülgang mit dazu. Was bei Daunenjacken zählt, damit sie nach dem Waschen wieder fluffig und warm sind, dazu später mehr. Aber erstmal weiter mit dem Wollmantel. Damit muss man doch bestimmt besonders vorsichtig sein, oder? Bei einem Wollmantel muss man schon genauer hingucken, weil die meisten Wollmäntel nämlich nur chemisch gereinigt werden dürfen. In diesem Fall haben sie Glück, dass gute Stück bei einem Wollprogramm schonend gewaschen werden. Ach echt, der geht auch in die Waschmaschine? Das hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut. So, erstmal abwarten und Kaffee trinken, bis die Maschine fertig ist. Ich kann warten. Danach den Mantel bitte auf keinen Fall in den Trockner, sondern flach trocknen lassen. So hängt sich die Wolle nicht aus. Es gibt einen Trick, um den Wollmantel schon mal etwas trockener zu kriegen für die Ungeduldigen. Einfach ein Handtuch drauflegen. Den Mantel darin einrollen und dann saugt der schon mal das gröbste Wasser raus. Danach geht's dann ganz schnell von allein. Währenddessen können wir uns schon mal um unseren Synthetik-Teddy kümmern. In dem Fall ist es ziemlich einfach, auch hier dem Pflegekennzeichen zu entnehmen, dass es waschbar ist. Ich würde jetzt auf ein Feinwaschmittel zurückgreifen, nicht auf einem Vollwaschmittel und auch in diesem Fall auf Weichspüler verzichten. Weichspüler verklebt mehr oder weniger im letzten Spülgang, wenn man davon zu viel nimmt, auch die Faser und sorgt dafür, dass die Jacke, das ist sie nämlich, nicht mehr atmungsaktiv ist. Aber Moment, bei Flecken, die so richtig tief im Stoff drin sitzen, da gibt es noch einen Trick. Und zwar einfach Spülmittel und Wasser mischen und das Ganze mit einem Schwamm auf den Fleck auftupfen. Danach das Ganze erst in die Waschmaschine. Los geht's. 30 Grad reichen der Synthetikjacke eigentlich. Aber ob die Flecken danach wirklich raus sind? Da ist der Teddy. Ja, eingelaufen ist er schon mal nicht. Und die Joghurtflecken, die sind tatsächlich rausgegangen. Dann kann er ja in den Trockner. Zurück zur Daunenjacke. Die muss noch trocknen und dafür gibt's einen Profi-Tipp. Nach dem Waschvorgang holen Sie die Daunenjacke einfach aus der Waschmaschine raus, stecken diese in Ihren Wäschetrockner bei einem eigenen Programm, mindestens 45 Grad, packen vielleicht noch 4 Tennisbälle mit zu. Dadurch richten sich die Federn im Trocknungsprozess wieder richtig schön auf und werden wieder schön flauschig. Okay, das mit dem Jonglieren klappt eh nicht. Ich würde sagen, dann kommt ihr lieber mal rein in den Trockner jetzt. Und tatsächlich, dank des Ballsports im Trockner ist die Jacke jetzt sauber und wieder richtig schön fluffig. War ja gar nicht so schwer. Einfach ein paar Tipps beachten und eine Sache noch. Prinzipiell rate ich immer dazu, das Kleidungsstück direkt nach der Saison reinigen zu lassen oder zu waschen. Hat auch einen hygienischen Aspekt und der Schmutz lässt sich definitiv direkt nach der Saison leichter entfernen, als wenn Sie jetzt noch 2-3 Monate warten und das gute Stück dann erst behandeln lassen.
Ab jetzt also keine Ausreden mehr für schmutzige Winterjacken.